herzlich willkommen, liebe Medfreunde, zu meinem 1000 Abonnenten Special. Heute habe ich hier einen guten alten Freund als Gast und wir werden heute mal verschiedene Sorten, die wir in letzter Zeit angesetzt haben, verkosten. Und Olli wird seine Meinung dazu sagen. Gelle? So sieht's aus. So, als ersten werden wir hier den edlen Met verkosten, der damals mit den Rosinen angesetzt wurde. Ich blende euch hier die Playlist ein. So. Danke. Bitte sehr. Leider mussten wir die Verkostung splitten, weil wir nicht alle unter einem Hut gebracht gekriegt haben. So. Und dann sag ich mal, Skål. Zum Wohl. Ja, der Met stand jetzt schon einige Wochen. Und der hat, wie gesagt, immer noch dieses blumige Aroma. Was sagst du? Erstmal ist das der einzig wahre Trunk der Götter. Perfekt, also ist auch recht mild. Ist jetzt nicht so stark, ne? Ja, der hat aber auch 14%. Ja gut, vom Alkohol her mag ich jetzt nicht so. Aber ich meine, das ist ein schöner, angenehmer Geschmack. Nicht so, so ein aufdringlicher, süßlicher, so wie man ihn so kennt, wenn man den normalen im Laden kauft. Also der ist wirklich sehr gut, sehr hervorragend. Ja, aber dadurch, dass der jetzt schon einige Wochen stand, ist der jetzt schon im Geschmack ein bisschen harmonischer geworden. Und gleich im Anschluss direkt werden wir dann nochmal den Backhefemet verkosten und dann das Ganze geschmacklich vergleichen. Der ist sehr gut. So im Abgang merkt man die Tannine, die durch die Rosinen hervorgerufen worden sind. Das ist so ein leicht rauchiger Abgang. Mhm. Kannst du das bestätigen? Da ist so ein leichter Nebengeschmack, ne? Ja, aber da muss man schon wirklich... ja, stimmt. Stimmt, das ist hat schon einen ganz leicht... ganz leichten, rauchigen, ja, wie soll man sagen? Ja, so im Abgang, ne? Ja, doch, hast du recht. Stimmt. Gut, dass ich davon so viel angefertigt habe. Da sind noch ein paar Krüge vorhanden. Ich glaube, wenn wir jetzt hier noch mehr Metsorten testen würden, wird es mit der Zeit immer lustiger. Ja, der schmeckt so gut, den kann man sich wirklich so richtig schön hinter die Binde kippen. Mhm. Der ist nicht so billig aufdringlich wie die aus den Läden einfach. Egal wo du kaufst, auch auf den Mittelaltermärkten, sind ja meistens ja alle Plörre. Das ist ja richtig was Vernünftiges, was Edles, das schmeckt man hier raus. Das ist nicht dieser 0815 Einheitsbrei, den du im Laden kaufen kannst. Also das ist jetzt alles aus Imkerhonig hier hergestellt, mhm, ne? Mhm. Das ist ausschließlich bester Imkerhonig, auch von verschiedenen Imkern. Ihr kennt ja die Reihen entsprechend. Und man merkt schon den Unterschied, ob es jetzt ein Discounter-Honig ist oder ein Imker-Honig. Also früher hätte ich das jetzt nicht so für möglich gehalten, aber mittlerweile muss ich es ja zugeben. Hm. Hm. Kann man sich dran gewöhnen. Was, wirklich. So, das war der edle Met. Und jetzt kommen wir hier zu dem Backhefeansatz. Ich blende euch die entsprechende Reihe hier oben wieder ein und
Hierfür habe ich ja die gleichen Honigsorten verwendet. Alles in gleichen Mengen. Und der einzige Unterschied ist, ich habe den ganzen Ansatz hier mit Backhefe angesetzt. Und der hat etwas über 15% und der hat so um die 14%. Schöner Klang. Ja. Heute auch mal nicht im Glas, sondern im Tonbecher. Ja, dann auf ein neues. Heil Odin. Genau, Heil Odin. Der ist fruchtiger. Ja, interessant, ne? Weil der ist fruchtiger. Das sind original die gleichen Inhaltsstoffe. Es ist die gleiche Menge an Apfelsaft, die da drin ist. Es sind original die gleichen Mengen an gleichem Honig, die da drin sind. Nur einzig und allein, ich habe da Backhefe verwendet. Und bei dem anderen halt waren noch Rosinen mit drin. Und man merkt auch jetzt hier, dieser Abgang, der ist nicht mehr vorhanden. Ne? Ja, richtig. Dieser rauchige Abgang. Genau, das stimmt. Jetzt erkenne ich das erstmal, dass der andere rauchiger war im Abgang. Und weil der ist total fruchtig hier. Also was ganz was anderes. Ganz anderer. Und was sagst du dazu? Schlechter oder besser oder anders? Anders. Schlechter auf keinen Fall. Anders. Der ist halt ein bisschen fruchtiger. Nee, das Rauchige fehlt und der ist fruchtiger. Vielleicht auch ein Ticken süßer. Meine ich. Etwas süßer vielleicht. Ja, kann sein. Weil wie gesagt, ich habe den nochmal. Da waren dann da war eine ausreichende Menge Honig drin. Ja. Und deswegen, der war extrem trocken. Dann habe ich den nochmal mit Zucker nachgesüßt. Ne? Aber ich finde, das ist schon ziemlich ähnlich. So von der. Ich finde, es ist ein Ticken jetzt süßer, aber nicht schlechter. Also, ist halt also ich finde eigentlich irgendwie. Ich habe jetzt danach nochmal einige Ansätze mit Backhefe vorbereitet. Und ich muss sagen, dass sich da wirklich bei allen anderen Ansätzen auch ein ganz hervorragender Geschmack entwickelt hat. Und deswegen, ihr könnt also für eure Ansätze auf jeden Fall eine Backhefe verwenden. Also jetzt diese getestete Backhefe von Dr. Oetker jedenfalls. Über andere Backhefen kann ich jetzt nicht urteilen. Ich meine, die sind beide auf ihre Art und Weise lecker. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, trotzdem, der ist etwas süßer hier. Was jetzt nicht schlecht ist oder so. Ne? Das hier musst du bloß aufpassen, weil der zieht dir die Schuhe aus. Also wenn du davon ein Glas getrunken hast, dann merkst du langsam, dass der Thor's Hammer vor den Schädel geschlagen kommt. Ja, Olli, wie ist denn jetzt dein Gesamturteil? Also beide sind definitiv hervorragend. Mein persönlicher Favorit ist der erste, das ist der rauchige, der im Abgang etwas rauchig ist. Der ist nämlich nicht so süß wie der zweite und eben im Abgang rauchig und das ist mein Favorit. Ja. Der geht von mir die Nummer. Also du trinkst aber auch sonst lieber trockene Weine, oder? Ja, ja. Also süßes riecht gar nicht so an Wein. Ja, ich bin ja so ein... für mich muss der Wein schon eine gewisse Süße haben. Das kennt ihr ja mittlerweile aus meinen Reihen. Und wenn man jetzt ein Verfechter von so mehr trockenen Weinen ist, ist klar, dann sagt einem natürlich eher der trockene Wein zu. Obwohl der jetzt auch nicht trocken ist. Ne? Nein, der ist schon süß. Met ist im Allgemeinen immer süßlich. Aber wie gesagt, das stimmt nicht. Süßlich im Allgemeinen nicht. Nee, nee. Also ich kann dir einen Met anfertigen, der dir die Fußnägel kräuseln ist. Ehrlich? Ja. Okay. Ja. Aber ich denke mal, Met wurde im Allgemeinen eher süßlich doch getrunken oder so. Ich meine, gut, dass du mal fragst, ja. Weil es gibt diverse Stellen in der Edda,
Und da wird grundsätzlich davon gesprochen, dass der süße Met getrunken wurde. Ne? Meinen Sie auch jetzt? Ja. Ja. Viele sagen ja, okay, der ursprüngliche Met, der war immer trocken. Und das glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube nicht, ja, dass unsere Vorfahren irgendwie diesen trockenen Met getrunken haben, sondern es war wirklich, es wurde immer nachgesüßt. Ja gut, wie gesagt, da hier bei dem Backhefemet habe ich eben noch mit Zucker nachgesüßt und daher ist er jetzt ein bisschen süßer, aber der entspricht eigentlich genau meinem Geschmack. Ne? Aber wie gesagt, beides hervorragende Produkte. Einwandfrei, aber mein Favorit ist wie gesagt der etwas rauchige Wandern. Vielen Dank. Vielen Dank, Olli, für den Test. Ich sag mal, bis später. Hi, Olli.